Ich finde, du siehst toll aus. Danke, Emma. Das T-Shirt war runtergesetzt. Emma, ich wollte dich da auch noch was fragen. Du bist doch auf die Party eingeladen, bei Max, oder? Ja. Also, ich wollte dich fragen, ob du mich vielleicht als deine Begleitperson mitnehmen möchtest. So ganz offiziell. Ja, ja, klar, klar. Dann kann ich dich allen vorstellen als... Ja, als Agatha, oder? Ich will da halt nicht einfach so auftauchen. Außerdem habe ich gedacht, dass du mich ja endlich mal Roman vorstellen kannst. Du willst Roman? Kennenlernen. Ja, endlich. Mann, mein bester Freund ist voll heiß. Ach so, ich wusste gar nicht, dass du den gut findest. Hättest du auch vorher mal sagen müssen. Ja, ich wusste nicht, wie ich das sagen sollte. Also, nimmst du mich mit? Ja, als meine Begleitung, damit du Roman kennenlernst. Genau. Okay, cool. Die Entwürfe sind scheiße. Das habe ich dir doch gesagt. Hier ist Elmar. Was? Wer ist da? Elmar, hier ist Elmar. Ah, Elmar. Ja klar, ich mach auf. Schön, dass du es hier. Danke. Willst du was trinken? Ich hab Kaffee, Tee, Wasser, Limo, Saft. Ja, Wasser ist gut. Wie bitte? Wasser! Bitte. Hier, bitte. Danke. Was studierst du eigentlich als Zweitfach? Kunst. Ach, echt? Ja. Cool. Ich find's immer total toll, wenn Leute zeichnen können. Einfach so aus dem Nichts. Ja, stimmt, finde ich auch. Ja, und dann auch immer so detailgetreu. Also, ist ein echt gutes Talent, kannst du richtig stolz drauf sein.
Ach so, nee. Ich kann gar nicht zeichnen. Also ich, ich interessiere mich für Kunst, aber ich kann nicht mal. Ups. Ich würde sagen, wir machen da einfach ein paar Beispielsituationen und stellen die dann vom Kurs vor. Weißt du, was ich meine? Ja, finde ich gut. Cool, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich check das nicht. Das. Du hast deine Sprache und deine Denkstrukturen. Und das ist dein persönliches Vorverständnis. Und damit liest du den Text, was zur Interpretation A kommt, was halt gefärbt durch dein Vorverständnis ist. Und das führt dann zu Nummer 3, Methoden und Wege. Genau, da hast du auch da was aufgeschrieben zur Textauslegung. Ich muss aufs Klo. Okay, dann... Okay. Mach's gut. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Elmar, das ist Rüdiger. Rüdiger, Elmar. Was geht? Alles klar. Wo sind denn die anderen? Was für andere? Hä? Ich dachte, das wird eine Grillparty. Eine Grillparty? Ja. Ja, na klar. Ich wollte eh gerade noch jemanden anrufen. Bin auch verabredet. Na krass, ihr tischt da richtig auf hier. Elmar, ich wusste nicht, dass du das so geplant hast. Also für uns. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber es wäre mir echt wichtig, wenn wir Freunde bleiben könnten. Ist schon okay, Romy. War eine bescheuerte Idee. Ihr könnt das hier gerne alles verwenden. Wir sehen uns dann morgen in der Uni. Die würde ich gerne noch mitnehmen. Strong way for hope and trust.
conversation we once had can make me feel now very bad. Stop now, you're on a mission. I've got your own position. You should change your evil ways. To make me part of your decision, but that's not how the story goes. And years have passed, the years went by. You acted strange, and I couldn't rearrange old times. And if you said, and all the dreams that we once had.